ein herzlich willkommen bei Kutjab Film Production. Wir machen heute das Making-of zu Hellblau Nights von Abudi mit Special Guest von Marvin Junge. Haltet euch gut fest! Haltet euch fest! So, herzlich willkommen beim Making-of zu Hellblau Nights. Ich bin hier auf dem Weg. Mein Leben ist auf dem Weg. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Oberkrämer. Abudi hat dort sein Musikvideodreh. Ich habe das Vergnügen, heute und am Samstag das Making-of zu drehen. Und das Making-of von dem Making-of ebenfalls zu sehen. Also es ist ein permanenter Roundhouse-Kick, Hasso. Und ja, kommt einfach mit in die nächste Show. Kutjab Film Production, Man in the Hood. Dann Kamera läuft. Sag ich mal eine Runde Hallo hier. Guten Tag, der Herr. Hallo. Grüß dich, Hallöchen, wer bist du? Arthur. Arthur, freut mich sehr. Für Sie? Es geht. Hi. Fadik, in the house. Was geht, Bro? Abudi in the business, ja? Kannst du rüber? Ja, okay, Man in the Hood. Dzień dobry. Dzień dobry. Wir sind hier bei dir zu Hause sozusagen, kann man das so sagen? Ich habe schon ein richtiges Zuhause, aber ich bin oft hier, ja. Auf welchem Fernsehen bist du? Welche ich bin Fernsehen? Von Kutjab Film. Ich gebe dir später ein. Mama, die Kamera weg? Nein, aber wie? Guter Mann, oder? Ja. Alles klar. Hinten auch nochmal Hallo. Ich bin natürlich der Mann vom Fach, ich will nicht großartig stören, aber nochmal Hallo sagen. Hellblaue Nikes, wir sind hier am Set. Wir sind hier bei Adam Klick und seinen Brüdern bei Ray City. Und unsere Geschichte ist, dass wir einfach immer wieder wegen ihm gefeuert werden. Deswegen haben wir so viele Jobs in dem Musikvideo. Weil du schlecht arbeitest, deswegen sind wir immer. Genau, das ist meine Schuld. Wie immer. Er heißt auch Abudi Schuld. Ja. Macht das nicht nach, kauft Felgen, klaut die nicht. Wurstqualität. Mach die aber quetscht die so ein bisschen. So, meine lieben Freunde, ich sitze jetzt hier mit meinen guten Freunden, Arbeitskollegen und Partnern. Extra für euch habe ich sie mir hier an einem Tisch, den Tisch der Wahrheit, geschnappt, an der Ulanstraße, Kurfürstendamm. Ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich ganz ehrlich zugeben, aber wir werden das Ding hier jetzt einfach souverän durchziehen. Ich weiß gar nicht, ob ich alle vorstellen muss, wir machen es aber der Form halber dennoch. Casanova, hau mal raus. Wer bist du, was machst du, woher kommst du? Ich bin Casanova. Ich mache zusammen mit Abu die Musik und normalerweise singe ich. Aber bei dem Projekt haben wir als Team funktioniert und haben quasi alle Hellblaue Nikes unterstützt. Bist du Rap, Gesang, nur Gesang oder nur Rap? Nur Gesang. Nur Gesang, okay. Ja, nur Gesang und lasst euch überraschen. Deutsch, coole Englisch, Sachen. Welche Sprache? Deutsch. Chinesisch. Ja, Abudi, wer bist du, was machst du, woher kommst du? Vorweg gesagt, ich sehe dich vor der Kamera, hinter der Kamera, ich sehe dich Musik machen, ich sehe dich Konzepte entwickeln. Erzähl mal du ganz kurz zu deiner Person, wer bist du, was machst du? Ich bin Abudi und ich bin Rapper. Ich mache das, was mir Spaß macht, einfach. Okay, ja, warte, Junge, stellen Sie sich mal bitte ganz kurz vor, junger Mann. Muss man eigentlich nicht vorstellen, alle wissen, ich bin Hausmeister am Alexanderplatz. Eigentlich alles gesagt. Und ich mache Geschäfte, also. Weißt du, jetzt mein neues musikalisches Projekt. Das ist doch Levelboss jetzt. Ja. Ich verstehe. Das heißt, du bist der Mann, der im Hintergrund die Fäden... Genau, und das ist meine Muse Raquel. Okay. Raquel, einmal hier nochmal. Hallo, ich bin Raquel. Ja? Ich bin ab und zu mal bei Wadix Videos dabei. Sie taucht immer auf. Auch wenn er mich nicht fragt, ob ich gefilmt werden möchte. Ja. Ich frage nicht, weißt du, es ist keine Frage. Man trifft ja nur mit Kamera. Okay. Kamera läuft! Hellblaue Nikes. Capri Sonne in einem Champagnerglas. Jogginghose weiß. Wenn wir beide heute nach Antalya fahren. Hellblaue Nikes. Capri Sonne in einem Champagnerglas. Jogginghose weiß. Wenn wir beide heute nach Antalya fahren. Capri Sonne.
kann ihr schaden. Sie kennt die Tricks und lässt sich nicht verarschen. Jedes Treffen. Ich glaube, ihr beide kennt es schon etwas länger, würde ich jetzt einfach mal behaupten, ohne euch jetzt wirklich gut zu kennen. Und ihr seid über das Business irgendwie zusammengekommen und seid jetzt seitdem am Start gemeinsam. Er hat gut einen Beatmaker gesucht, weißt du? Mhm. Und ich habe für ihn einen organisiert. Wie heißt der? Den müssen wir hier natürlich auch erwähnen. DJ Pasha. DJ Pasha in the house. Hello. DJ Pasha habe ich ausgesucht. Ich habe DJ Pasha gesagt, hier, ich habe Rapper, mach für ihn einen Hit. Und ja. DJ Pasha hat die Geschichte gemacht. Ist ein bisschen anders. Ja, erzähl mal. Ich habe einen Song mit DJ Pasha gemacht. Ja. Auf einmal taucht er auf und sagt, du kriegst diesen Song nicht. Aber von wo kam er? Von, du kennst auch DJ Pasha. Er war im Schrank die ganze Zeit gewartet. Okay. Aber er kommt raus, er sagt so, hier, du kriegst, das ist unser Song jetzt. So von ihm und DJ Pasha. Er meint, du kriegst ihn erst, wenn du mit uns zusammenarbeitest. Aus deiner Sicht, wie bist du auf dieses Projekt zu gekommen? Du kommst eher aus der Fraktion Wadik Junge oder kanntest du Abudi auch schon vorher? Wie ist es bei euch zusammen? Nö, ich kannte ihn nicht vorher. Ich habe ihn ab und zu beim Drehen gesehen, aber ich habe nicht Wadik gefragt, dann habe ich ihn privat zusammen. Hellblaue Nikes, Capri-Sonne in einem Champagnerglas, Jogginghose weiß, wenn wir beide heute nach Antalya fahren. Hellblaue Nikes. So, mein Lieber, was passiert denn jetzt? Wo laufen wir jetzt genau hin? Basketball. Das ist die vorletzte Szene, glaube ich, ne, für das Video? Ja, also für heute die letzte, aber eigentlich vorletzte. Genau, okay. Alles klar, alles Weitere erfahrt ihr im Verlauf. Bis gleich. Du kontrollierst heute hier? Ich kontrolliere Filmset heute. Gibt es deine Weste später auch noch zu sehen? Nein, das ist meine coole Weste. Ich bin heute cool, weißt du, das ist so... Okay. Abudi hat mir gesagt, du musst cool aussehen. Deswegen. Das heißt Hausmeister Reloaded? Ja, Reloaded. Alles klar. Ja, ja. Also, seid gespannt. Nicht in die Kamera gucken, nicht posen, nicht versuchen schön zu sein, einfach entspannt. Komm mal hin, Profi. Ja, ich warte hier. Jo, meine lieben Freunde, ich habe jetzt hier Alan Bank an meiner Seite. Ich muss gestehen, ich wusste gar nicht, wer du bist, Bruder. Er hat mir gerade seinen TikTok-Account gezeigt. Bruder, ich bin einfach explodiert. 500.000 Abonnenten, seit einem Jahr ist er dabei und der Typ geht einfach auf die Straße und verarscht Leute und hat wahrscheinlich mega Spaß damit. Bruder, wie bist du auf die Idee gekommen, das überhaupt so zu machen? Ja? Ich wollte Geld haben. Ja, sehr gut. Ich wollte einfach Geld. Und ich habe halt gewusst, okay, was kann ich nicht. Ja? Und ich habe gecheckt, ich kann gar nichts außer den Leuten auf den Sack gehen. Geil. Bratan, ja? Schließ dein Auge. Ich küsse dein Herz, Bruder, und auf jeden Fall beste Dank dir. Das zweite Wort, Mo. Habibi, mach so. Yalla, tanz los. Hellblaue Nikes. Capri-Sonne in einem Champagnerglas. Jogginghose weiß. Wenn wir beide heute nach Antalya fahren. Hellblaue Nikes. Capri-Sonne in einem Champagnerglas. Jogginghose weiß. Wenn wir beide heute nach Antalya fahren. Hellblaue Nikes. Capri-Sonne in einem Champagnerglas. Jogginghose weiß. Wenn wir beide heute nach Antalya. Du hast ja diese Single jetzt rausgebracht. Kommt dazu ein Album oder ist es jetzt diese Single? Es ist jetzt erstmal diese Single. Da kommt am Ende jetzt noch ein Teaser zu dem nächsten Song. Herr Junge. Kommt von dir Musik? Wirst du am Alex stehen? Erstmal wirst nicht. Du in das Mikro schreien, ja oder erstmal nein? Erstmal nicht, weißt du? Erstmal, ich mache meinen Job als Hausmeister am Alexanderplatz, weißt du? Ich weiß, ich könnte singen, so, ich habe Talent dafür, aber ich überlasse das den anderen, weißt du? Es gibt so genug Rapper, weißt du? Und ich mache meinen Job, ich muss nur gut kontrollieren, weißt du? Ich will nicht dieser singende YouTuber sein. Gibt es Leute, mit denen ihr gerne zusammenarbeiten würdet oder ist das hier schon das Traum-Duo, was wir hier so sehen? Also ich habe jetzt keinen Künstler, wo ich sage, so mit dem will ich machen, weil das ist mein Traum so. Okay. Aber so, ich würde gerne mit anderen Künstlern zusammenarbeiten, um zu sehen, was man so musikalisch, also, was ein Song entstehen könnte so halt. Okay. Ja. Bei dir? Die ist eigentlich Fan von Jack Gyllenhaal. Das sag das. Jack Gyllenhaal. Ja. Southpaw hat er auch. Also ist ein sehr guter Schauspieler. Und sehr underrated. Ja. Information. Okay. Es ist nicht der auch bei Marvel jetzt mitgespielt hat, bei Spider-Man? Hat er auch, ja. Zodiac hat er auch gespielt. Spider-Man ja. Hat er auch gespielt. Aber ist krasser Schauspieler. Ja. Party.
stimmt das wirklich, dass du Farbe gekauft hast, weiße Nikes und die Dinger hellblau gefärbt hast? Das heißt... Die Frage ist, warum hat sie es gemacht? Das ist viel lustiger. Ja. Er wollte mir ein Kostüm eben kaufen mit hellblau Nikes, weiße Jogginghose, so wie es im Lied auch gesagt wird. Dann schickt er mir einfach Schuhe. Ja. Die weiß sind und rosa, glaube ich, und die Hacken sind so ein bisschen hellblau. Ich habe keine gefunden. Und irgendwie so eine Jogginghose, wo mit Neongelb Nike draufsteht, mit ich weiß nicht mehr was für Streifen, ich glaube blauer, das kann das sein? Keine Ahnung, auf jeden Fall so richtig. Ja, so bisschen, eine, die war ein bisschen. So eine Techno-Jogginghose. Die war aber von Nike, ja. Ja. Aber warte mal, als du ihr die Sachen, dieses Outfit geschickt hast, stand schon der Musiktitel? Ja, ja. Der stand schon. Also, es war so zwei Tage vor dem Dreh. Aber wir müssen auch erzählen, dass das eine Diskussion war, oder es war keine Diskussion, aber es gab zwei Optionen, wie wir das Lied nennen. Entweder Caprizone in Champagnerglas oder hellblaue Nikes. Ich bin da, um seinen Song zu promoten. Es heißt hellblaue Nikes. Leute, das beste Lied, was es gibt. Nach langer Pause kommt Abudi zurück in Rap Game und ist bereit, deutschen Hip-Hop zu zerstören und besser zu machen. Eigentlich ist er erst um 0 Uhr draußen, aber wir können jetzt Rap machen. Er kommt heute um 0 Uhr online mit einem Musikvideo. Und ja, man, viel Spaß mit dem Song, würde ich sagen. Let's go. Ciao, mein Freund, deine Nummer 1 von der Musik. Abu, der fällt blaue Nikes. Nikes. Blaue Nikes. Kopf gesonnen in einem Champagnerglas. Endlich. Wenn wir beide heute nach unten. Endlich die Premiere. Blaue Nikes. Kopf gesonnen in einem Champagnerglas. Oh, geil. Ich bin nur so weiß. Wenn wir beide heute nach Antalya fahren. Aber vielleicht von eurer Seite nochmal irgendwie ein Schlusswort oder so. Also ich finde, das Schlusswort soll sein, dass die Leute, die noch nicht das Musikvideo gesehen haben, unbedingt angucken. Link ist in der Beschreibung. Like lassen, Kommentar lassen, Channel von Abudi abonnieren, dein Channel auch abonnieren natürlich. Channel, alle Channels abonnieren. Genau, genau. Also leider ist es so, dass heutzutage sehr viel hängt von den Zahlen ab, deswegen eure Unterstützung ist euer Abo für uns. Geil. Nur Augen für dich und du erwischst mich. Wir haben uns schon oft gesehen, aber nur flüchtig. Ich weiß, wenn ich mich einlasse auf dich, dann nur richtig. Sie tanzt zu dem Beat, aber nicht wie eine Frau. Sie tanzt, weil sie es liebt und rockt wieder bei die Show. Sie kommt aus Maldini, das vierte Wort, oh Habibi, mach so, yalla, tanz los.